unsere Reise weiter mit Zelda. Aufnahme läuft, Mikros an, perfekt. Schön, läuft alles. Kamera läuft. Kamera läuft. So, dann. Ich habe es gerade in die Stream-Ankündigung auf Twitter geschrieben, dass Katzenlink die Welt rettet. Von daher dürfen wir die Leute auch nicht enttäuschen, wenn sie in den Stream kommen. Wir müssen Fetische bedienen, Chat. So ist das im Influencer-Leben. Also gehen wir rein. Hier wolltet ihr also hin. Da müssen auch die Goronen drin sein, die noch nicht zurückgekehrt sind. Wir müssen sie befreien, aber wie? Alle Risse auf dem Vulkan scheinen von dieser Stelle hier auszugehen. Wenn die Vermissten tatsächlich von Rissen verschluckt wurden, sollten sie zurückkehren, sobald wir diesen hier schließen. Allerdings können wir von hier aus nur zu zweit weiter. Warte hier auf uns, Darsten. Es geht mir zwar gegen den Strich, euch nicht helfen zu können, aber daran ist wohl nicht zu rütteln. Zelda, Link, Tri, bitte rettet alle von meinem Volk. Erstmal wieder reinkommen, dass das Link ist und nicht Zelda. Rein da. Oh. Oh. Verbrenne ich mich trotzdem? Ich verbrenne mich nicht, aber ich sinke ein. Okay. Got it. Verstanden. Hier ist nichts, ne? Nee. Ach, ich habe weirde Hände. Ich habe mir die eigentlich gewaschen, aber kennt man das, wenn ihr dann manchmal einen Controller anfasst, dass das dann doch irgendwie komisch ist? Hab ich gerade. Ich den Controller und meine Hände nochmal abputzen, damit beides gleich sauber ist. Manchmal ist das weird. So hält der 2 Hits aus. 3 Hits, 4 Hits. 5 Hits, 6 Hits. Was ist da los? 7? 8? 9? 10 Hits hält das Vieh aus. Alter. Okay, dann müssen wir anders rangehen. Das ist ja zu viel. Geht eine Explosion besser? Oh. Explosion geht besser. Deutlich besser. So. Wenn man es denn trifft. So. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Oh, schaffe ich den Sprung? Hüppa. Ah, runter hätte ich es vielleicht geschafft. Ja. Kann ich da drauf? Nee, das verbrennt mich. Ah, runter auch nicht. Dann gehe ich erstmal. Ich gehe doch erstmal oben lang. Da oben ist auch Stuff. Ja, das ist wieder so ein Bettending. Ach du. Ich hätte nicht erwartet, dass er trifft, ehrlich gesagt. Also wirklich. Wo ist er? Hä? Wo ist er hin? Ist er in den Tod gestürzt? Okay. Warum ist der Octorok weg? Hat er sich in den Tod gestürzt? Dann wollen wir hier die Kiste natürlich noch holen. Ugh. Können wir an denen vorbei, ohne die triggern? Sehr gut. Ah, das ist ein bisschen zu weit. Aber das müsste gehen. So. Okay. Gehen wir natürlich hier oben lang. Schnellreisepunkt nehmen wir gerne. Ah. Der untergeht in der Lava, ist halt so ein Fisch. Warum geht der unter? Der kann doch schwimmen.
So. Hier lang springen, hier lang springen. Schade. Ich mach die gerade auch nur weg, weil angenehmer. So. Zelda, stöhn nicht so bitte, wenn du brennst. Das ist nicht gut. Man kann da runter. War ich da schon? Ja, ne? Hier war die Kiste, da war die Kiste. Ja, da war ich. Ich kann hier lang gehen oder ich kann einfach hier lang gehen. Beides fein. Ha. Moment. Ja, hier hole ich die Motte raus. Das ist mir zu heiß. Knapp. So. Können die blauen Dinger zu mir kommen? Komm zu mir. Komm. Ein bisschen Energie würde ich nehmen. Komm. Man kann die halt nicht ansaugen. Man muss irgendwie hoffen, dass die... Ah, dass die zu einem fliegen. Die Präsenz meiner Gefährten wird immer deutlich spürbarer. Setzen wir unseren Weg fort. Zwei Etagen, also drei. Kann man heilen. Sehr gut. Welchen Gegner nehmen wir? Okay. Nice. Du kommst wieder weg. Okay, wir haben zwei Türen. Wir nehmen erstmal die hier. Da haben wir einen Stein zum Sprengen. Warum auch immer. Aha, Moment. Aha. Ja, das ist eine Kiste. Ich wollte schon sagen, da ist so eine Kiste, oder? Hallo, kannst du mal wieder weggehen? Ich will die Kiste haben. Melone, Spiel, Kürbis, sorry. Same shit. Melone ist Kürbisgewächs. Ach, ich bin... Genau, mach die Plattform weg, die genau unter dir ist. Smart. Mhm. Ich verstehe den Ansatz. Komm her. Was ist da unten links, dass ich da hin... Ah ja, okay. Das ist da unten links. Zeit habe ich. Nicht viel! Oh Gott. Ich verbrenne.
Oh, die Kiste hier rüber. So. Muss ich ganz kurz warten. Schwierig. Ich kann die mit der Fähigkeit halt nicht zu mir ziehen. Alles für ein Goldei. Was tut man nicht alles für ein Goldei, du? Eieiei. Das ist doof. Moment. Wie mache ich das jetzt? Oh, das ist perfekt. Bleib so. Danke. Auf die kann man einfach... Moment, ich muss die besiegen. Scheiße. Warte. Irgendwo noch ein Gegner? Ach, warte mal. Soll ich die verstopfen? Mit den Dingern, die hier sind? Soll ich die da drauflegen, damit das nicht mehr passiert, oder was? Ach, da ist ein Schalter. Ja, das andere hätte ich cooler gefunden. So. Da fliegen wir rüber. I guess. Oh Gott. Das ging höher als gedacht. Ging trotzdem rüber. Hä, wie soll ich da rüberkommen? Da ist ein Spinnending. Also ich kann mit der Spinne hochklettern. Oh, fuck. Das könnte sogar klappen. Außer die Spinne fackelt sich jetzt ab. Nice. Komm her. Gut. Die Kiste wollen wir auf jeden Fall. Können die aufzupusten oder? Eher nicht so. Wie mache ich das jetzt? Warte mal. So. Warte. Oh, warte, ich kann doch auch einfach die Kiste holen. Easy. Als ob das jetzt nicht... Oh mein Gott, die Kiste hängt an der Leiter. Oh, das ist jetzt schrecklich. Das ist jetzt Pain. Das ist wirklich schrecklich jetzt. Komm bitte hoch. Richtig irgendwie wieder hochgepult. Oh, fucking hell. Oh, ist das scheiße. Okay, warte, kann ich diesen Raum irgendwie resetten? Doof das ist. Dass ich die Kiste nicht an der Leiter entlang ziehen kann. Die nehmen wir jetzt eben mit. Jetzt resettet, okay. Dann kann ich mir die Kiste nämlich jetzt einfach so holen.
wäre auch nicht tragisch gewesen, aber wusste man ja nicht, was drin ist. Damage boosten, scheiß drauf. So, was ist hier unten? Eine Kiste. Ein Schalter. Ah, war gut, dass ich hingegangen bin. Okay. Ist die Magma-Schnecke gerade an Magma gestorben? Hinterfrage das jetzt mal nicht. Sehr schön. Das war jetzt auch gut, dass ich den Schnellreisepunkt schon habe da oben. Dann können wir da nämlich jetzt easy zurück, ohne den Weg nehmen zu müssen. Dann kann ich hier nämlich jetzt die Vasen nochmal kaputt machen für extra Loot. So, und wir können rein. Oh oh. Sind die Bombenspucker, oder? Oh ne, ein Link. Wahrscheinlich der Bombenwirf. Ja. Warum? Ich habe das Gefühl, die rechnen nicht damit, dass man so schnell hier hochgeht. Okay, er wechselt die Position doch. Krabbelminen. Geil. Oh, geil. Er hat so einen geilen Soundtrack. Jetzt kommt die Super Saiyajin-Phase. Die jetzt Krabbelminen? Bomben. Aber da müssen Krabbelminen bei sein, weil nur Bomben bringt mir nichts. Das ist kein Update. Weil ich hab Bomben. So, warum brauche ich dich jetzt Bomben? Ah, deswegen. Oh, da reicht nicht mal eine. Okay. Das belast du. Das ist hart Belastung. Aber die kann ich ja so machen. Das ist ja easy. Fliegende Gegner schlimmste in dem Spiel. Vor allem, wenn sie auch noch brennen. Der Octorok kann den nicht treffen, ne? Der kann nicht hochschießen. Nee. Au. Okay, die Motte ist auch zu doof dafür.
sie mehr als einen Schwertschlag aushalten. Da brauche ich einen Schlüssel. Dann springen wir uns hier mal durch. Wieder nix. Wie mache ich das denn jetzt? Bringt mir eh nichts, brauche ich einen Schlüssel. Ich könnte auch mit der Spinne einfach hier hoch. Warte, ich mache den Weg schon mal frei. Mit der Spinne einfach hier hoch. So. Können dann hier den Weg frei machen. Dann machen wir hier mal alles frei. Da könnte eine Kiste hinter sein oder so. Eine Leiter drin. Ist eine Kiste drin, gucken. Mit einem Schlüssel. Aber jetzt ist die Frage, wo gehe ich hin mit diesem Schlüssel? Das ist jetzt die Frage. Wo geht man hin in einem Raum mit 1000 Schlüssellöchern? Ich muss zum Heilen. Ich muss mal zum Smoothie-Shop. Um mich heilen. Damit es hier nicht mehr so bimmelt. So. Wir haben wieder Energie, um diese Wand da unten kaputt zu machen. Ah, so wäre ich auch auf die Seite. So, wo geht man denn jetzt hin? Da ist eine Kiste. Ich habe einen Schlüssel. Da ist der Bossraum. Da sind zwei Kisten. Da kann ich auch rein. Da werden auch Schlüssel drin. Also ich kann mich, glaube ich, nicht einsperren. Wenn ich mich einsperren kann, Bad Game Design. Oh Gott, irgendwie wirkt das, als ob hier die Lava gleich hochkommt. Oh, nice. Ich hab die noch nie kämpfen sehen. Sehr gut. Ist der anders? Das ist ein anderer. Nee. Ah, hier ist die fette Kiste. Okay. Ah, die Lava kommt jetzt hoch. Das ist so richtig schon aufgebaut dafür. Ja.